Hattest du schon Dates mit YouTubern? Oh mein Gott, du hattest ein Date mit einem YouTuber? Hello, Boys and Girls. Ich habe heute einen Gast dabei. Und es ist Inka. Es ist einfach Inka. Und einfach Wunsch. Ich weiß nicht, ob du noch etwas dazu zu dir sagen möchtest, aber Inka datet leidenschaftlich. Ja, das ist, finde ich, eine sehr nette Art, mein Dauer-Single-Dasein zu beschreiben. Also, ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Dating-Tipps oder Dating-Fails wollt und ihr habt mit über 80% für Dating-Fails gestimmt. Und ich und Inka geben heute zum Besten, was passiert ist in unserem Leben. Der Tee wird gespillt. Of course. So, und weil der Gast immer anfängt, würde ich sagen, du beginnst. Also, ich war 14 Jahre alt, ich hatte so meinen ersten Freund. Ich hatte den schon ein paar Mal geküsst, so, aber nur so. Und ich wusste, es ist bald so weit. Und er war so bei mir zu Hause zu Besuch. Und wir waren in meinem Zimmer und wir lagen so auf dem Bett. Und dann meinte er so, ja, jetzt müssen wir uns mal richtig küssen. Und ich so, nein! Long story short, irgendwann haben wir uns geküsst und es war richtig schön. Früher war es auch voll krass aufregend, so das erste Mal so richtig küssen. Du wolltest gar nicht mehr aufhören. Ne? Mein erster Kuss war richtig schlimm. Echt? Der war richtig Waschmaschine. Nee, meiner war voll schön. Und wir haben dann auch nicht aufgehört für ganz lang. Dann, an einem anderen Tag, haben wir wieder rumgeknutscht, aber es war nicht mehr ganz so unschuldig. Wir haben halt auf dem Bett rumgeknutscht. Aber er lag so auf mir. Ich weiß nicht so genau, was ich an dem Tag gegessen habe. Und dann habe ich angefangen zu lachen. Dann habe ich richtig einfach. Aber nicht nur ein. So, das war so. In der Schule war ich danach nur noch die furzende Inka. Nein, war ich nicht. Er hat es halt voll locker, voll erwachsen abgenommen. So, danach haben wir halt nicht mehr drüber geredet. So. Ich glaube, wenn mir das heute passieren würde, würde ich so eine Anekdote draus machen. So, und jedes Mal halt so, ja, oder dann pupst sich halt eben, um die unangenehme Situation zu verdecken und macht so einen Running Gag draus. Mhm. Weil dann, ich glaube, wenn du es so, mir fallen dauernd nur englische Wörter ein, wenn du es embraced, wenn du es so entgegennimmst, so, dann ist es nicht mehr so schlimm. Erst wenn du selbst was peinlich findest, dann ist es peinlich. Ja, und aber mit 14 ist Furzen voll peinlich. Mit 14 ist Furzen der Untergang. Und zwar habe ich mich ganz, ganz lange mit einem Typen also nicht so richtig getroffen, sondern es ging fast über ein Jahr. Man war im selben Freundeskreis und es ist mal immer wieder was gewesen. Dann hat man rumgeknutscht und es war aber immer so, man war auf einer Party, man war betrunken. Und ich war richtig, richtig doll verliebt. Also so, oh mein Gott, ich hätte zu Hause einen Altar für den gebaut. So. Und dann hat meine Freundin irgendwann gesagt, okay, Jaco, dann nimm jetzt einfach doch mal deine Eier in die Hand und frag nach einem richtigen Date. Habe ich halt gefragt, ob wir ein Date haben können. Und dann kam das voll positiv an. Er hat direkt gesagt, ja klar, heute Abend kommt der und der Film im Fernsehen. Also er hat direkt den gleichen Tag genommen. Und es war so, wow, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dahin und kam dann da rein. Und er war so, er hatte eine Hose an und ein Hemd. Ich habe den Typen noch nie vorher in einem Hemd gesehen. Und es war so, oh mein Gott, ich denke seit einem Jahr, ich werde bald abserviert und der meint's halt ernst. Jetzt hatten die aber nur so ein Sofa, so ein Zweiersofa und so ein Dreiersofa, wo nicht zwei Menschen auf ein Sofa passen. Das heißt, ich lag auf dem einen Sofa und er auf dem anderen. Und so haben wir eine Stunde lang einen Film geguckt und haben nicht miteinander geredet. Und dann habe ich irgendwann, oh Gott, das ist mir jetzt sogar noch peinlich, wenn ich drüber nachdenke, habe ich halt so gefragt, kann ich mich zu dir legen? Hat er gesagt, ja. Und dann war irgendwann Werbepause und habe ich gedacht, okay, trau dich jetzt, wenn du es jetzt nicht machst und diesen Abend versaust, dann wird das nie was. Und dann habe ich ihn geküsst. Und dann sagt er irgendwann so, sorry, aber die Werbung ist vorbei. Das war so schlimm. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Arschloch? Richtig komisch. Ich verstehe es bis heute nicht, was an diesem Abend passiert ist. Bin ich reingekommen und er hat sich gedacht, Jogginghose und ein und T-Shirt geht gar nicht. Aber er hat mich ja ein Jahr lang so gesehen, also hat es keinen Sinn gemacht. Es hat alles keinen Sinn gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nach Hause gefahren bin und richtig verstört war. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, dass ich das nicht einordnen kann, was das jetzt ist, weil ich richtig verwirrt bin. Und da habe ich einfach keine Antwort drauf gekriegt. Und dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren und habe ihn zur Rede gestellt. Oh. Und dann hat er gesagt, ich fände es voll schade, wenn wir unsere Freundschaft aufs Spiel setzen.
Welche Freundschaft? Wir waren nicht befreundet. Ihr habt doch jetzt miteinander rumgeklungen. Ich war sogar nur mit seinen Freunden befreundet, weil ich nicht mit ihm befreundet sein wollte. Das war ein richtig fetter Korb. Okay, Leute, diejenigen unter euch, die meinen Kanal schon kennen, die kennen die Geschichte vielleicht auch. Es geht nämlich um die Tinder-Geschichte aus der Hölle. Down, down, down. Kannst du bitte jetzt so Feuer einblenden? Ja, da ist Feuer. Kann ich sowas? Ich weiß gar nicht. Bin schon lange Single, bin viel auf Tinder unterwegs. Ich habe immer so meine Phasen, auch manchmal monatelang gar nicht, weil ich so denke, so, oh, nein, ich gar nicht mehr. Aber dann war so, es war so spät abends und... Und dann hatte ich ein Match mit einem, wo ich vorher noch so gedacht habe, okay, Und dann hat er aber auch sofort geschrieben. Der hat so, ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat, aber es hat sofort Klick gemacht. Und ich bin auch jemand, der eigentlich WhatsApp und so richtig hasst, weil ich total langsam tippe. Das ist mir alles zu umständlich. Ich mag das nicht. Ich verschicke einfach Sprachnachrichten. Der hat es aber geschafft, dass ich so richtig heiß drauf war, mit ihm zu schreiben. Er war total nett und normal und so, aber das war so... Wow, krass. Und man hat so richtig eine Connection durch das Schreiben durchgeführt und das habe ich eigentlich nie mit Leuten. Ich habe quasi Schmetterlinge im Bauch gehabt, nur durchs Schreiben auf Tinder. Und dann haben wir halt beide festgestellt, dass wir voll viel zu tun haben, überhaupt keine Zeit. Und der einzige Zeitpunkt, an dem wir Zeit hätten, uns zu treffen, war jetzt. Damals in diesem Moment. Und ich kam vom Sport. Rasieren, duschen. Ja, ich kam vom Sport, ich war verschwitzt, ich musste duschen, mich neu schminken und alles und so. Dann haben wir uns um 12:30 oder was oder so in der Stadt getroffen. Und es war wunderschön, wir haben den ganzen Abend gequatscht, geredet und es war so richtig so krass, ich habe so richtige Schmetterlinge im Bauch, wow. Und er hat so offensichtlich mit mir geflirtet, also es war nicht so, dass man das missverstehen konnte, es war so richtig offensichtlich. Dann kam der Abend so langsam zum Ende und ich habe gesagt, oh, ich gehe jetzt nach Hause und dann er so, okay, ich bringe dich nach Hause. Und dann waren wir auf dem Nachhauseweg und ich habe so gedacht, so, wann küsst er mich denn endlich? Und dann hat sie gesagt, hast du vor, mich noch zu küssen? Ja. Ja, das ist mein Standardspruch, Freunde. Er funktioniert meistens sehr gut, bis auch in diesem Moment. Weil er hat nämlich gesagt, nein. Wow! Und dann bin ich so, okay, ich gehe dann nach Hause. Und dann war ich zu Hause und dann hat er gesagt, komm raus. Und ich so, nein, doch. Und dann bin ich halt rausgekommen und dann haben wir uns geküsst. Und ich hat er dann gesagt, warum er dich nicht küssen wollte? Nein, nein, aber die Auflösung kommt noch. So, nächster Morgen. Ich bin so voll verknallt und denke so, ah! Und dann schreibt er mir die ganze Zeit so komische Sachen und ich habe immer mehr ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe sogar, fuck, für manche Menschen ist Küssen voll der große Deal. Mhm. Was ist, wenn ich den zu was gedrängt habe, zu was er nicht bereit war? Ich war so richtig so, scheiße, du hast jemanden zu was gezwungen, was er nicht wollte. Und ich bin doch eigentlich diejenige, die immer so preacht, so nein, Consent und bla bla und so. Und ich habe so voll mir die Sorgen gemacht. Und letztendlich ist im Endeffekt rausgekommen, dass er vergeben ist. Oh, shit. Und er mich deswegen nicht küssen wollte. Oh, nein. Ich habe nicht erwartet, dass wir uns so gut verstehen und dass ich mich in dich verliebe. Aber wieso ist er denn auf Tinder? Habe ich ihn auch gefragt und dann meint er so, ich habe dir doch geschrieben, ich bin hier, um Leute kennenzulernen. Oh, bitte. Und es war offensichtlich von vorne bis hinten romantisch zwischen uns. Das war nicht so freundschaftlich. Ja. Die Luft hat geknistert. Später habe ich dann rausgefunden, dass er seine Freundin, mit der war er erst 6 Wochen zusammen und in der Zeit hatte die schon mal betrogen und er wollte sie für mich verlassen und ich so... Oh nein! Nope. Die zweite Geschichte ist schon etwas länger her. Und zwar war ich da 17. Und ich und meine beste Freundin haben uns gedacht, boah, es ist bald Silvester, wir wollen Silvester mal sowas richtig Abgefahrenes machen und sind nach Köln gefahren. Also das war sehr abgefahren bei uns, weil wir kommen aus einer Kleinstadt. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in diesem Hotel und wir wussten noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Und dann haben wir aber Jungs kennengelernt, die auch in diesem Hotel übernachtet sind und auch von Frankfurt nach Köln gefahren sind, um Silvester zu feiern. Und die wussten auch nicht, wo sie feiern sollen. Naja, auf jeden Fall war das dann so, dass meine Freundin fand den einen von diesen Typen ganz schick. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir können ja auch zusammen später vortrinken in einem Zimmer von einem von unseren Parteien. Und dann sind die halt bei uns aufs Zimmer gekommen, wir haben getrunken. Und dann meinten die so, ja, wir können ja auf irgendeine Brücke fahren. In Köln wird ja immer irgendwie geballert auf irgendwelchen oh mein Gott, ja. Brücken. Und dann haben die gesagt, ein Kumpel von uns holt uns ab. So. Und dann fährt halt so ein sehr, sehr
protziges Auto vor, was ich heutzutage wahrscheinlich eher kritischer betrachten würde. Aber ich war 17 und dachte so, boah, schon cool. So sieht halt aus, so wie bei The Fast and the Furious. Und dann bin ich in das Auto eingestiegen und vorne am Lenkrad saß ein Typ, der hat eigentlich die ganze Zeit nicht geredet. Also der hat immer nur mit Ja und Nein geredet, aber der sah von der Seite so schön aus und der war so im Dunkeln. Er saß in diesem dunklen Auto und es wirkte auf mich so sehr mysteriös alles. Der hat sowas ausgestrahlt, so eine Ruhe und so ein Desinteresse an der gesamten Situation. Sind ja auch immer so, weißt du, hat so diese Filmrollen, den es halt nicht juckt. Quasi Edward. Ja, genau, so war er. Und ich dachte so, oh mein Gott, he's such a cool boy. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich nicht in mein Zimmer konnte, weil meine Freundin da mit einem möglicherweise gegengeschlechtlichen anderen Menschen war. Und dann hat dieser Typ halt gesagt, ja, willst du mit zu mir aufs Zimmer kommen? Ja. Ich habe so ein bisschen auf cool getan. Und dann war der auf einmal mega nett und wir haben uns richtig gut verstanden. Und wir haben uns geküsst. Es war so richtig, wie man sich das in einem Film vorstellt. So, man sitzt die ganze Nacht da und unterhält sich. Und es war so, oh mein Gott. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, dass sein Akku leer ist. Und ich muss dazu sagen, dass das noch vor der Zeit war, wo es Smartphones gab. Es war jetzt noch nicht so, wow, man ist so mega krass fixiert auf sein Handy. Und er hat halt so gesagt, ja, ich habe mein Ladekabel in Frankfurt vergessen. Mhm. Kann ich meine SIM-Karte bei dir ins Handy reinmachen? Mhm. Das wird später noch wichtig. Okay. Er war so richtig begeistert von mir und wollte unbedingt meine Nummer haben und können wir uns treffen und wann kann ich dich anrufen und bla bla bla. Ich saß so 2-3 Tage später, lag ich bei mir im Bett und hab so in meinem Handy rumgespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber früher war das so, dass du irgendwie so 2 verschiedene Speicher hattest. Den auf dem Handy und den auf der SIM-Karte. Ja. Ist wahrscheinlich heutzutage auch noch so. Naja, auf jeden Fall bin ich auf den SMS-Speicher auf dem Handy gekommen. Mhm. Und da waren die Nachrichten, die er geschrieben hat, als er seine SIM-Karte in meinem Handy hatte. Und die Nachrichten waren ungefähr so, was willst du eigentlich von mir? Ich mach gerade mit einer anderen rum, das hast du jetzt davon. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich auf diese Nummer einfach geschrieben habe. Wenn ich die getroffen hätte und ich wäre in Frankfurt gewesen, dann wäre sie mit einem Frankfurter Baseballschläger auf mich gegangen. Sie war richtig aggro, Alter. Ja. Und hat dann aber sowas gesagt wie, egal was du sagst, der hat auf keinen Fall was gemacht, weil das war nicht seine Ex-Freundin. Es hat sich rausgestellt, es war seine Freundin. Er hat ihr doch original geschrieben, ich tue das gerade und du sagst ihm noch zusätzlich. Ja, aber sie hat gesagt, der wollte mich nur eifersüchtig machen. Ja, und dann hat er wahrhaftig eine Woche später bei mir angerufen von seiner Nummer und hat mich so komisch am Telefon gefragt, ob wir beide jetzt was hatten. Und dann habe ich gesagt, wieso hast du dein Gedächtnis verloren? Geil. Und dann habe ich gesagt, sitzt du zufällig bei deiner Freundin und hast auf Lautsprecher. Ja, das war so, es war allgemeine Dramasituation. Mich hat dann auch meine Freundin angerufen, die total am Heulen war, weil sie nämlich herausgefunden hat, dass der andere Typ, der auch da war und was mit ihr hatte, dass der verlobt ist und in einer Woche heiratet. Das war so schlimm einfach. Das war so ein... Ey, was für eine Gang von Wichsern. Die haben sich wahrscheinlich zusammengeschlossen und haben gesagt... Dieses Wochenende gehen wir freuen. Ja, Leute, das waren unsere Dating-Stories. Ich die sollen auch selbst Dating-Stories in die schicken. Boah, das wäre richtig cool, wenn ihr eure Dating-Fails... Ja, und in die Kommentare. Falls ihr Bock habt, in der Infobox und hier ist der Link zum Video auf Inkas Kanal. Wir haben nämlich noch ein Video gemacht, wo ich das erste Mal in meinem Leben Tinder benutze. Jack hat ein paar sehr interessante Einstellungen zu Themen. Habe ich das? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf Inkas Kanal. Tschüss, danke, dass ihr hier sein durfte. Immer wieder. Ciao.